like some rebels. Sieht man das, welche Stufe? Wenn du aufsteigst einfach. Da kommt dann eine Bestätigung oder ein extra Fenster. Genau. Runter, genau, das Rezept lernen. Ui, was? Darf ich abernten? Lassen wir auch ein bisschen was übrig. Dann kriegt jeder zwei rein. Oder jeder eine. Ach, das ist das. Ich hab die Foraging-Zeug. Okay. Wir haben auch noch. Naja, die unteren sind, glaub ich, alle fertig. Ja. Klar. Okay, brauchen wir irgendwas? Soll irgendwas in die Kisten? Ne? Löwenzahn, Meerrettich, Lauch. Das kann man alles verscherbeln. Narzisse. War wieder klar, dass Schmeil eine Narzisse anbaut. Ich hab keine Narzisse angebaut. Die hab ich angepflanzt, die Dinger. Gab's als Belohnung aus dem Package raus. Okay, bei Robin kann ich jetzt eine Küche. Ja, mit der Küche bitte noch warten, weil ich denke mal, ein Hühnerstall ist eher von Vorteil. Ja, ich kann's ja. Mayo gibt gut Geld. Lohnt schon. Die Küche kostet 10.000. Ja, ich sage nur, dass ich kann. Nico ist weg. Ja, ich stell das jetzt schnell um auf Deutsch. Achso. Ja, macht's. Und hier in der Höhle links wachsen übrigens Pilze. Kann man alle paar Tage mal reinschauen und die Pilze abernten. Ja, ich muss jetzt noch kurz Schmalzfeld gießen. Da, wo stelle ich das jetzt ab? Da müsste eigentlich ein Button sein für... Ja, hab's gerade gefragt. Dann hauen wir schnell Level 40 um, oder? Ja, noch warten, bis Nico da ist. Wind gerade wieder. Schauen wir mal. Schade, Welle funktioniert nicht mehr. Okay. Sollten wir es halt neu. 4000 Gold, 300 Holz und 100 Stein. 100 Holz. 300 Holz. 300. Ja, das haben wir ja. Ja. Haben wir auch 500 Steine? Oder so. Locker. Das war echt nice. Also Treppe habe ich gefunden. Nice. So, seid ihr oben, schau, oder? Ja, ja. Ja, wir treffen uns auf Level 35. Dann rushen wir da schnell durch. Zu viert geht das ja flott. Danke fürs Warten. Und dann haben wir das erledigt. Du hast das abgeschlossen, wo du auf Level 10 runter musst, oder? Mich mal kurz auf die Map schauen, Nick. Ah, jetzt sind wir hier oben, alles klar. Das geht ja noch viel schneller als durch die Stadt. Wusste ich noch gar nicht. Ja, das hat mir Darky gerade gezeigt. War ich verwundert, wie schnell wir wieder unten waren. Ja. Okay. So, wo seid ihr gerade? 35. Okay. Ganz kurz eine Sache noch wechseln. So. Gleich runter hier. Nico. Ah, okay, ja. Nicht hier unnötig abbauen. Und schon wieder, Alter, läuft. Ja, ich würde die Erze schon mitnehmen. Peter. Ja, habe ich euch. Alles Stück. Bäh!
Oh Gott, Fledermaus-Invasion. Oh mein Gott. Geh gleich drauf. Wo bist du? Immer zusammenbleiben. Peter teilt ordentlich aus hier. Da, warte mal. Ist das. Dankeschön. Die Fledermaus. Okay, aua, aua, aua. 30 Treppe ist unten rechts. Okay. So, ich glaube, da können wir gehen. Ab nach unten. Nächstes Level. Da habe ich auch schon alles abgefahren. Sehr nice. Fackel mit. Ah, hier ist sie. Wunderschön. Treppe unten links. Nice. Geh doch einfach drauf. Hier ist auch noch eine Treppe oben. Doch ein Witz, oder? Hier. Tofu hat nice. Qualität. Reiche den Grund der Mine. Nutze deinen Schmelzofen, um einen Kupferbahn herzustellen, okay? Jetzt hat Nico das Ding abgesahnt. Hm? Nico hat die Belohnung abgesandt, die es hier gab. Was war hier drin? Schleuder. Ah, die Schleuder. Okay, die ist eh nutzlos, finde ich. Na gut, dann können wir ja hoch. Okay. Wird das erledigt. Ja, um ein bisschen weiter runterzukommen, wäre noch besseres Equipment sinnvoll. Definitiv, ja. Wir ein bisschen mehr Schaden austeilen. Da kann man nochmal die oberen Levels ein bisschen durchlatschen. So, dann machen wir mal nachher ein bisschen Platz, dass wir den Hühnerstall aufstellen können. Ledermausflügel braucht kein Mensch, oder? Doch, da kann man auch Zeug draus craften dann. Ah, okay, ich seh's. Bisschen was sparen wir uns auf, würde ich behaupten. So. Oh, ich krieg da einen Affen, wenn ich sowas sehe. Was? So ein dreieckiges Feld. Ja, die gehen immer wieder automatisch weg. Solange nichts auf angepflanzt ist, gehen sie weg. Ich bin ein Perfektionist. Ja. Ich flag mich ins Bett und geh kurz eine rauchen. Na gut. Ich schau mal, dass ich wieder da bin, bis alles fertig ist. Bis gleich. Ja, wir warten dann einfach beim Tageswechsel. Müssen wir sowieso. Wenn er nicht okay drückt. Stimmt. Ui. Hofarbeit Stufe 2. Gießkanneneffekt. Oh. Erdbeeren haben ordentlich was gegeben. Jetzt zeigt es aber nie an Stufe 2 oder sonst irgendwas. Erst wenn es soweit ist. Aber genau bei diesem Tageswechsel. Also ich habe jetzt zum Beispiel Minenarbeit Stufe 1 geschafft und Hofarbeit Stufe 2. Mhm. Du musst halt wirklich die Sachen auch machen. Du musst halt zum Beispiel für Hofarbeit musst du Sachen ernten. Ja, Sachen anpflanzen oder Sachen ernten. Nur das Gießen alleine bringt's nicht. Goldstücke an einem Tag. Man merkt schon, dass wir jetzt zu viert unterwegs sind.
Ja, vor allem kommen jetzt regelmäßig Sachen, die wir absammeln, abernten können und verkaufen. Macht sich schon bemerkbar. Schön. Ja, wunderbar. Nicht wahr? Eine Effektivität. Überlebensburger. Oh cool. Die sind alle erntbar. Ich mir ein paar. Lass Nico auch ein bisschen was abernten. Ja. Von den Pastinaken, die hat er angebaut. Eine auf jeden Fall, mindestens. Und was ernte ich ab? Ja, Nico. Einfach draufgehen, dann hast du dieses Plus-Symbol und kannst deine ganzen Pastinaken hier abernten. Einfach mit Rechtsklick drüber latschen. Ja, bei das uns. Ist Blumenkohl. Also bei mir. Das sind die Pflanzen, die du angepflanzt hast vorhin. Ah, okay. Und die dann einfach oben in die Verkaufskiste packen. Zauberhaft. 14.000 haben wir schon. Wo sollen wir unseren Hühnerhof eigentlich hinstellen? Ja, aber unseren was? Hühnerstall? Gute Frage. Also, wenn er passt. Hier ganz links? Wie groß ist denn der? Dürfte etwas so groß sein wie hier das kaputte Gebäude. Ernsthaft so groß? Vielleicht nicht ganz, vielleicht eins wie eins von euren Hütchen, ich weiß es nicht mehr genau. Dann müssen wir noch ein bisschen Platz schaffen hier. Ein bisschen, ja. Ich würde ja gerne den Baumstumpf hier wegkriegen, aber das geht noch nicht mit der Axt. Deine hier. Ja. So. So. Die Pilze kann ich einfach verkaufen, oder? Brauchst du die? Für irgendeinen Bundle brauchen wir irgendwelche Pilze, aber die wachsen ja immer die ganze Zeit. Das ganze Jahr durch. So, dann nehme ich Stein und Holz mit. Was, Alternative? Oh Gott, ist das klein. Für ein Silo? Nein. Doch bedeutend kleiner als ich dachte. Aber passt. Oh, hast du es jetzt hingestellt? Ich stell's jetzt gerade hin. Ah, okay. Im Bau, okay. Ja, dauert, glaube ich, 2 oder 3 Tage. Da haben wir ja gleich noch eine zweite hinstellen können. Nee, kann ich nicht. Geht immer nur eins. Oh, schade. Ja, schon ein bisschen doof. Aber das arme Mädel muss ja auch alles alleine bauen. Ja, aber du kannst dann schon eine zweite. Na, kein Käferfleisch? Hinstellen. Doch. Okay. Natürlich. Hier ist mehr als genug. In der braunen Kiste. Ah, nice. Ich stell mir mal ein paar Köder her. Mach, tob dich aus. Ah ja, ich wollte noch nachschauen im Zentrum. Ordentlich was mitzunehmen. Tage haben 380 Köder habe ich jetzt. Das reicht, glaube ich, eine Weile. Quality Crops. Oh! Shit! What? Wir bräuchten 5 goldene Pastinaken. Oh. Verdammt. Okay. Pastinaken brauchen 4 Tage. Das könnte sich noch ausgehen. Mit ein bisschen Glück.
Ja, die brauchen 4 Tage. So, tobe ich mich aus hier. Okay, ich habe jetzt mal 3 Krabbenreusen gebaut. Die werde ich runter ans Meer packen. Meer, See, Fluss. Komm her, mein Freund. Der Baum weg hier. Irgendjemand muss mich hier unterstützen mit dem Gießen. Ich krieg das nicht mehr her für 40 Stück. Okay, Moment. Haben wir nicht schon gegossen heute? Ich pflanze ja gerade nochmal. Achso. Ich hatte gerade mal 40 Stück gekauft. Wir hoffentlich für das Bundle nochmal 5 Goldene rauskriegen. Tap, tap, tap. Wer ist denn hier bei mir? So, bestimmt. Okay. Warte mal, eine fehlt noch? Ja, so. Und was ist der Plan für morgen? Selber planen wie jeder Tag. Die Weltherrschaft an uns reißen. Oh. Nee, einfach planlos Dinge machen. Vielleicht nicht sterben. Was oder brauchen so. Wir denn jetzt für dieses scheiß Silo? Juhu! Da müssen wir erstmal warten, bis der Hühnerstall fertig ist. Level up. Okay. Dann können wir das Silo bauen. Schön. Like some rebels.